Hey, yo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Militärboss von Kind zu Tod. Nicht Geburt zu Tod, sondern Kind zu Tod. Oh Mann, oh, es ist so schwer hier alleine zu leben. Warum habe ich denn das Tor aufgelassen? Nicht, dass die hinten zu mir kommen, die feindliche Militär. Oh Mann. Meine Eltern und alle anderen sind in einem Krieg gestorben. Sie haben mich hier gelassen, weil sie dachten, sie kommen zurück. Ich konnte irgendwie überleben. Das ist sehr, sehr doof. Deswegen bin ich hier alleine. Und ich gehe, glaube ich, mal nach besserer Ausrüstung suchen. Ich gehe mal sehen, hier ist Waffen. Irgendwann werde ich die angreifen und gewinnen und meine Eltern rächen. Und zwar, ich arbeite an einem Panzer. Das da sieht zwar vielleicht aus wie ein normaler Panzer, aber ich bin gerade so ein bisschen am Umbauen. Oh, da sind... Oh ja, Mann, da steht drauf Ausrüstung, warte. Da ziehe ich dann mal die Ausrüstung an. Einmal hier so eine Maske, so eine coole. Dann, was gibt's hier noch drin? So einen coolen Helm. Oh, und was ist mit Augenschutz? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Da finde ich... Ah, doch! Hier noch einen kleinen Augenschutz. Obwohl, nee, das ist nicht so ein krasser Schutz. Ich guck mal weiter. Ich finde leider keinen Augenschutz. Aber mir egal, ich werde nicht bald an den rächen. Das schwöre ich euch. Ich bin nämlich sauer auf die. Ich freue mich, wenn ich endlich fertig bin. Ich hole kurz aus meinem Rucksack wieder mein, wo ist es, hä? Wo sind meine Werkzeuge? Ah, da. Weil ich baue es jetzt zu Ende. Muahahahaha. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein paar Jahre später. Ah, ein bisschen hier, ein bisschen da. Oh, ich bin bald fertig und dann kann ich mich endlich an den rächen. Ich höre da, glaube ich, irgendwas. Höre ich da was oder... Ich höre leise, aber sehr, sehr leise Schüsse. Oh nein. Ich werde angegriffen. Schnell. Meine stärkste Waffe rausholen. Das ist nicht meine stärkste. Hier ist meine stärkste Waffe. Upgraden.
Okay, jetzt reicht's. Meine Bombe noch rausholen. Okay. Die wollen wohl Stress. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da hinten. Der traut sich wirklich was. Und komm, 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 komm. Schießt durch den Baum hoffentlich. Und an und. Bam! Oh! Oh! Ich muss weg hier, aua. Ich wurde getroffen. Na. Ich wurde getroffen. Abholen. Sir, abholen, bitte. Komm, ich komme. Der Kleine hat dich abgeknallt. Na, den lassen wir noch in Ruhe, aber bald werden wir ihn angreifen gehen. Komm jetzt mit, ey. Du musst wirklich wieder trainieren, ey. Du bist komplett nicht in Form. Oh, ich bin so sauer auf den. Guck hier, dass er nicht kommt. Ach, Mann, ey. Immer das Gleiche. Dann noch kurz die Tür schließen. Man kann hier nicht mal mehr in Frieden seinen Panzer weiterbauen. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder weiterbauen. Ich glaube, die wollten mich ablenken. Und viele Jahre später. So, ich bin jetzt endlich erwachsen und hab den Panther fertig. Jetzt mache ich die fertig. Die können mir gar nichts. Was? Ach du Scheiße. Boss. Alarmstufe Rot. Was? Tatsächlich Alarmstufe Rot. Los. Was wollt ihr jetzt tun, hä? Euch vor Angst in die Hose machen oder was? Wow, ein Militärfahrzeug. Nein, nicht nur ein Militärfahrzeug. Zwei Militärfahrzeuge. Los, knall ihn ab! Ihr habt's nicht gelernt, oder? Guck mal, ich hab sogar so einen krassen Panzer, dass ich den Panzer und dich und den hier gleichzeitig abschießen kann. Siehst du? Warte. Und. Soll ich's machen? Ja, mach doch. Du schaffst das doch eh nicht. Kann schnell mein Auto sitzen. Okay, Feuer! Ah! Wie hast denn du den anderen Panzer da getroffen, hä? War doch keinen Sinn. Ja. Ich bin halt ein Naturtalent. Guten und gute Nacht. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt kann ich endlich wieder weiter vorrücken.
weiter vorrücken. Auf die Turrets! Schnell und schließ deine Garagentür. Ich bin auch in Schockstarre. Tut mir leid, Boss. Ach du Scheiße. Los! Wir feuern auf mein Zeichen. Hey, 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 müsst ihr nicht gleich übertreiben. Jetzt! Na Mist, mein Panzer! Ah. Jetzt gehe ich hier, aber dafür habe ich jetzt kleinen Schutz vor diesen Turrets. Okay. Mann, unsere Turrets sind leer. Ja. Was ist eine Kacke, ey. So eine Scheiße. Mann, ey. So. Schön wieder ins Bein schießen. Aber wo ist er hin? Haben wir ihn getroffen? Keine Ahnung. Ah! Aua! Was ist los? Vorrücken, vorrücken, vorrücken. Mein Turret ist auch leer. Da hinten, ich sehe ihn. Und. Komm. Hä? Was? Feuern! Wow! Okay, jetzt reicht's. Nein, nachladen. Pff. Ah! Ja. Ihr kommt jetzt mit erhobenen Händen raus. Oder ich spreng eure Basis oder eure Zäune oder alles. Aua, okay, aber das tut so weh. Okay, aber das tut so weh. Bist du der Boss? Ja. Hey, du anderer, komm auch. Aua, ja. Hände hoch, habe ich gesagt. Okay, Entschuldigung. Auf Abstand bleiben. Tut mir leid. Also, Jungs, wir können das friedlich klären. Wir können entweder Frieden machen. Oder ich werde euer Leben zerstören. Ja, wir machen Frieden. Wie ist der Krieg denn nochmal angefangen, Jungs? So eine Frage. Weil euer alter Boss, euer alter Boss hat unseren Boss, also ihn, in Fortnite besiegt. Ernsthaft? Wegen dem habt ihr Krieg? Ist es euer Ernst? Ja. Dabei bin doch ich eigentlich besser in Fortnite. Deswegen habt ihr meine Eltern umgebracht. Wo? Oh Gott, wir können von mir aus Frieden machen, aber dann kommt in meine Basis. Na gut. Pff, oh Gott, ich will. Komm, geht hier raus. Ach, Junge, ich kann es immer noch nicht fassen, ey. Wegen Fortnite einen Krieg anzufangen. Wie doof kann man
man eigentlich sein? Ah, ich bin hier runtergefallen. Oh, Manu. Unsere schöne, schöne alte Militärbasis ist jetzt hin. Das will ich sehen. Ich komme nicht raus. Oh, da ist eine Treppe. Ups. Ach, herrlich. Meine ist doch eh viel krasser als eure. Ja, das stimmt allerdings. Warte mal, warum sind meine Laser nicht aktiviert? Ich muss mal kurz das activaten. Ja, meine Laser sind wieder activated. Kommt, Jungs. Ja, ich komme, 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 ich komme. Ding, 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 ding. Bleibt der andere. Der kommt da. Tut mir leid, ich bin nicht so schnell. Ich habe heute zu viele Kuchen gegessen. Okay, Leute. Und so lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende und hatten nie wieder Krieg miteinander. Wegen Fortnite. Und so waren alle glücklich. Ich hoffe, das kleine Roleplay hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Video da. Ja. Und dann abonniert noch meinen Kanal und liked das Video. Und abonniert das Video und liked den Kanal. Und so weiter und so fort. Das war's. Euer Hammocks. Bye.